Hallo alle, die mein Video angeklickt haben. Ich möchte euch heute erklären und erzählen, wie man die IKEA Strandmuschel aufbaut. Die heißt IKEA Sommerwind, gibt es seit 2012, also dieses Jahr das erste Mal. Und ich habe die gekauft beim eBay User Los Legos. Gibt es aber natürlich auch bei IKEA direkt. Und ich möchte euch heute zeigen, wie man die zusammenbaut. Denn ich habe lange überlegt, ob ich die kaufen soll. Gekauft ist das Ding schnell, aufgebaut ist es noch viel schneller. Aber das Problem kommt ja immer dann, wenn man die Strandmuschel wieder zusammenbauen soll. Und gerade bei diesen Pop-Up-Zelten gestaltet sich das für den einen oder anderen manchmal etwas schwierig. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich stelle das bei mir im Blog ein, weil ich auch ein bisschen habe gucken müssen. So, bevor ich jetzt lange weiterrede, fange ich einfach mal an. Ihr kriegt die Strandmuschel in dieser tollen Hülle. Mit einem Reißverschluss einfach herausnehmen. In der Hülle ist übrigens auch nochmal die Anleitung, wie man die zusammenfaltet, aber ja, für den einen oder anderen mögen das böhmische Dörfer sein, vielleicht ist es einfacher, wenn das hier einfach mal geht. Also rausholen, dann gibt es hier so ein Band, was drum ist, das Band abmachen und aufbauen, tut ich das dann ganz allein. Ratzfatz, wie ihr seht, ist das gute Teil aufgebaut. Okay, jetzt steht das. Das ist auch wunderschön und es ist auch super total praktisch, weil man es eben nicht mehr mit den Stäben anfangen muss und so. Aber jetzt muss es ja auch wieder zusammengebaut werden. Es ist ganz praktisch beschriftet eigentlich. Hier vorne findet ihr eine 1, die ihr auch da unten findet. Und hier am hinteren Teil, ich drehe das jetzt mal um, dass ihr das auch sehen könnt, ist hier eine 2 und hier unten eine 2. Jetzt mache ich das am besten mal so, weil sonst sieht man es, glaube ich, schlecht. Weil ich leider heute keine Hilfe beim Filmen habe und auch nicht wundern über die komischen Nebengeräusche. Die Kamera versucht immer wieder die Schärfe einzustellen, weil ich nur so ein billiges Teil habe. Beim nächsten vielleicht mit einer besseren Kamera. So, aber jetzt kommen wir wieder zum Zelt. Hier ist die Nummer 1. Und hier ist die Nummer 1. Die nehmt ihr euch jetzt. Die eine Hand. Und dann ist hier die Nummer 2. Und hier die Nummer 2. Dann hat man die Strandmuschel so in der Hand. Dann nimmt man alles beide zusammen, dass man die nur noch in einer Hand hält. So. Ihr könnt das sehen. So sieht es dann von der Seite aus. Und so von der Seite. Und dann kommen wir auch schon dazu, man nimmt die jetzt hochkant, ich drehe mich jetzt mal so, ja, hochkant, also das, was ihr praktisch hier in einer Hand habt, einfach hochkant nehmen. Und dann findet ihr hier, oder in dem Fall an der anderen Seite, die 3, also so hochnehmen, dass ihr die 3 hier oben habt. Hinten alle vier Griffe 1. Die 2-1er, die 2-2er mit einer Hand zusammen. Und dann die 3 nehmen und einfach hier unten reindrücken. So, jetzt habt ihr es schon fast geschafft, weil jetzt müsst ihr nur noch dieses hier runterdrücken. Das macht sich dann fast von alleine. Und das andere darüber legen. Dann habt ihr schon fast die Muschel aufeinander. Noch ein bisschen richten, dass alle Teile gleich groß sind. Ja, das passt schon so ungefähr. Und dann macht ihr möglichst zügig, bevor man sich alle von selber aufbaut, dieses Gummiband drüber, was alles zusammenhält. Wenn ihr merkt, dass es noch ein bisschen stramm geht, müsst ihr das einfach nochmal hinlegen und die Ringe noch ein bisschen nachrüsten. Und dann seht ihr, dass ihr es schon ganz gut in einer Größe habt. Der Rest ist dann relativ einfach. Ihr nehmt euch die Hülle. Zieht es so drüber. Und fangt dann an, vorsichtig den Reißverschluss zu machen. Immer schön stramm ziehen,
Und wenn ihr müsst, das nochmal ein bisschen nachdrücken. Und dann, wenn ihr es gut gemacht habt, geht das auch eigentlich relativ einfach zu. So, und schon habt ihr sie wieder gut verstaut, eure Strandmuschel. Und könnt zum nächsten Badetag anschreiten. Tschüss und danke!